Wie Sie jetzt vielleicht mitbekommen haben, wird das Meeting aufgezeichnet. Das wollten wir gerade noch ansprechen. Das heißt, alle Menschen, die nicht auf der Aufzeichnung sein wollen, sind eingeladen, ihre Kameras auszumachen und ihren Namen auch zu ändern, wenn sie nicht wollen, dass bekannt wird, dass sie da sind. Wobei es tatsächlich so ist, dass nur ich und meine Folien in der Aufnahme zu sehen sein werden, weil das aufnehmende Gerät so eingestellt ist, dass ich da irgendwie in großem Format drauf bin und die anderen nicht dabei sind. Aber dennoch bieten wir das als Sicherheitsmaßnahme an. Der Wunsch war im Vorhinein geäußert worden, dass das aufgezeichnet werden möge, weil das Interesse so riesig war und einige Menschen verhindert waren und dann eben im Sinne der Nachhaltigkeit gewünscht wurde, das dann auch zu veröffentlichen. Das heißt, die Stadt Mannheim wird das irgendwie ins Internet laden. Ich würde das dann auch irgendwann auf meiner Homepage verlinken. Und genau, also im Wesentlichen geht es darum, dass ich in meinem Vortrag aufgezeichnet werde. Wie das mit der Diskussion ist, das müssen wir dann sehen. Da richten wir uns auch gegebenenfalls nach geäußerten Wünschen. Und Lisa, wurdest du schon eingeführt als zuständige Person für den Chat? Vielleicht magst du noch was sagen oder passt das so? Ich kann gern auch noch mal was sagen. Genau, also es gibt die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu schreiben direkt. Die sehen dann nicht alle anderen und dann kann ich die an der passenden Stelle fragen. Und gleichzeitig schaue ich aber auch drauf, dass ja keine Frage irgendwie aus dem Chat überlesen wird. Und wenn ich merke, die muss noch gestellt werden, dann stelle ich sie einfach. Genau, ich würde auch darauf achten, dass nicht jetzt unnötig eine parallele Diskussion im Chat stattfindet und gegebenenfalls auch ja eigene direkte Nachrichten schreiben, wenn jemand in irgendeiner Form sich nicht an die Regeln hält, die wir uns vorgenommen haben. Also eben respektvolles Miteinander, auf Pronomen achten und genau, Diskussionen gerne am Ende. Dankeschön, Lisa, und danke, dass du diese Aufgabe übernimmst. Dann haben wir jetzt alles gesagt und ich kann starten. Ich sage im Vorhinein noch, dass ich Margret gebeten habe, mir Informationen über die Zeit zu geben. Wir haben ausgemacht, dass ich maximal 60 Minuten spreche und sie mir dann gegen Ende Hinweise gibt, dass ich das auch so einplane. Ich habe immer meine Vortragsstrategie ist, mehr Folien zu haben, als ich Zeit zur Verfügung habe und gegebenenfalls auch nach Kontext zu Folien zu springen und auch dann in Diskussionen zum Beispiel auch zu Folien zu springen, weil ich ab und zu auch Fragen vorhersehe oder aus der Erfahrung weiß, dass manche Fragen kommen, wo ich dann Folien vorbereite, die ich nicht unbedingt so wichtig finde, dass ich sie im Vortrag habe, vor allem wenn es nur 60 Minuten sind. Da musste ich heute sehr viel priorisieren, aber wo ich davon ausgehe, dass das thematisiert wird. Von mir aus ist es auch total in Ordnung, die Folien zu teilen. Sie sind relativ schwer, also ich glaube 7 MB. Weil ich viele Bilder habe. Aber das lässt sich sicherlich irgendwie organisieren, dann im Nachhinein, dass das zur Verfügung gestellt wird. Auf jeden Fall habe ich da irgendwie kein Copyright drauf oder so. Sie können das gerne nutzen und sich damit fortbilden. Dann würde ich jetzt mal die Präsentation starten. So. Sehen Sie jetzt meine Präsentation? Super. Das Thema, das sich von mir gewünscht wurde, war nicht-binäre Solidarität. Wie können wir mit nicht-binären und Transmenschen verbündet handeln? Da schließe ich mich mit ein, weil ich auch mit anderen nicht-binären und Transmenschen verbündet handeln möchte. Und ja, wir haben verschiedene Symbole. Ich habe hier jetzt ein paar auf die Startfolie gepackt. Die verwendet werden. Das aktuellste Symbol ist die nicht-binäre Flagge links unten, die auch heute von der Stadt Mannheim beflaggt wurde und auch Margrets Hintergrundbild ist. Und die genderqueere Flagge rechts oben ist ein bisschen älter und ja, ist jetzt, glaube ich, eher abgelöst worden, so wie auch genderqueer als Überbegriff abgelöst wurde durch nicht-binär. Und in der Mitte gibt es das genderqueere Symbol mit dem Sternchen, das Ihnen vielleicht auch vertraut ist durch die Gender-Sternchen im Deutschen. Und was ich so charmant finde an der genderqueeren Flagge ist, dass sie sich relativ gut durch einen Blumenstrauß umsetzen lässt. Also ich habe zu meinem Studienabschluss so einen Blumenstrauß in den Farben bekommen. Das war sehr schön. Gut, ich werde mich zuerst vorstellen. Dann werde ich einen sehr langen Einführungsteil mit Bildern machen.
und zur Verbündetenschaft kommen und wenn wir die Zeit haben, auch noch einiges zur Nichtbinarität sagen. Aber das habe ich bewusst als Drittes vorgesehen, weil ich mir vorstelle, dass sie gegebenenfalls auch Dinge zur Nichtbinarität nachlesen können, weil es exzellente Quellen gibt. Aber die Dinge, die ich Ihnen vorher sagen möchte, vielleicht nicht unbedingt so zugänglich sind oder so kursieren, die mir aber auch sehr wichtig sind. Und deswegen habe ich die eben vorher vorgesehen. Sie werden wahrscheinlich dann auch bald nachvollziehen können, warum. Und zum Schluss wollen wir dann eben auch diskutieren und dafür haben wir uns auch Zeit genommen. Ich habe heute bis 18.30 Uhr Zeit, kann ein bisschen überziehen, aber habe noch einen Anschlusstermin. Mein Name ist René Rain Hornstein. Mein Vorname schreibt sich mit einem Accent aigu und einem Unterstrich am Ende. Der Unterstrich gehört zu dem Vornamen. Manche Menschen verbinden dann meinen mittleren Namen oder meinen Nachnamen mit dem Vornamen. Das ist kein Verbindungszeichen, sondern ein Zeichen, dieser Unterstrich in dem Namen selbst. Der macht den Namen nämlich nicht binär. Manche von Ihnen werden vielleicht vertraut sein mit französischer Grammatik und dieser Name ist ein Partizip und ich habe da eben aus einer binären Partiziplogik einen nicht-binären Namen gebastelt. Das ist eine Art Eigentor geworden, weil ich im Alltag wird das nicht verstanden und das macht eigentlich nur Probleme. Der Name Rain wird aber sehr verstanden. Wenn ich das antizipiere, benutze ich den, dass Leute damit nicht klarkommen mit den Sonderzeichen und oder auch kein Verständnis dafür haben. Ich benutze Rain vor allem für anglophone Kontexte und René für frankophone und deutschsprachige Kontexte. Mein Pronomen ist entweder, dass Sie meinen ganzen Namen wiederholen, wenn wir uns siezen und meine Vornamen, wenn wir uns duzen. Oder das sogenannte Neopronomen, also ein neu erfundenes Pronomen M im Genitiv Ms. Ich mache mal einen Beispielsatz. Ich war heute im Vortrag von René Rain Hornstein. M hat uns etwas über Verbündetenschaft erzählt. Ms Thesen zu Nichtbinarität waren sehr interessant und M ist eine sympathische, vortragende Person. Ich habe mein Diplom in Psychologie gemacht an der Universität Osnabrück und habe da auch in meiner Diplomarbeit zu Transverbündetenschaft geforscht. Das heißt, ich habe Transpersonen interviewt und sie gefragt, was wünschst du dir an Unterstützung? Und in meinen überlangen Folien ganz am Ende gibt es auch ein paar O-Töne daraus. Die werde ich wahrscheinlich nicht vorlesen, aber nur so als Teaser. Die gibt es auch in den Folien. Ich habe auch nicht-binäre Personen interviewt und die entsprechenden nicht-binären O-Töne auch in den Folien eingebaut. Gerade verfasse ich meine Promotion an der Technischen Universität Braunschweig in Kooperation mit der Sigmund Freud Privatuniversität Berlin. Ich lebe auch in Berlin und mein Promotionsthema ist internalisierte Transunterdrückung. Das heißt, wie wir Transmenschen uns untereinander unterdrücken oder gegenseitig unterdrücken. Als Gruppe, also ich andere Transmenschen, aber auch als Individuen uns selbst, also ich mich selber als Transperson unterdrücke und vielleicht nicht für meine Rechte einstehe oder mich schlecht behandeln lasse und irgendwie mit der Prämisse arbeite, dass ich schlecht bin und nicht wert bin, gut behandelt zu werden und mich dann entsprechend auch selber abwerte und in riskante Situationen bringe und so weiter. Und mein Ziel ist es, eine Theorie der internalisierten Transunterdrückung aufzustellen und führe auch dafür Interviews mit Personen, wo ich glaube, dass die durch ihre Erfahrungen als AktivistInnen, als BeraterInnen und TherapeutInnen Wissen zu haben. Ich hatte Lehraufträge an der Uni Kassel in Soziologie und an der Humboldt-Uni in den Gender Studies, aber ich habe meiner Promotionsbetreuerin versprochen, nicht mehr Lehraufträge anzunehmen, bis nicht die DIS fertig ist, aber so Vorträge wie heute darf ich noch machen. Und ich forsche und bilde weiter zu Themen wie Transverbündetenschaft, allgemein Transdiskriminierung, internalisierte Transunterdrückung, Nichtbinarität, Intersektionalität, Empowerment und LSBTIQ-gerechter Therapie und Beratung. Da war ich auch in einem Beratungskollektiv, das leider inaktiv ist zurzeit, das heißt Queering Therapy, in einem Fortbildungskollektiv. Ich habe auch Empowerment-Workshops für nicht-binäre Personen gemacht und mache auch aktuell eine zweiteilige Workshop-Reihe zum internalisierter Trans, nicht-binärer und queerer Unterdrückung. Wenn Sie Vorträge von mir anschauen wollen oder Podcasts von mir anhören wollen, können Sie auf meiner Webseite nachschauen. Da finden Sie einige hochgeladen. Und ich bin aktiv in der Arbeitsgemeinschaft Transemanzipatorische Hochschulpolitik und habe auch dazu publiziert, wie Hochschulen trans inklusiv oder ich nenne das transinternichtbinär inklusiv. Transinternichtbinär ist abgekürzt TIN, TIN. Die Abkürzung wird Ihnen vielleicht noch häufiger begegnen. Und ich habe dieses Wort TIN-klusiv, also transinternichtbinär inklusive Hochschule, erfunden. Ich bin aktiv im Intertranswissenschaftsnetzwerk und in der AG Transinter Studies.
in der Fachgesellschaft Gender Studies. Ich erwähne das auch deswegen, falls unter Ihnen Menschen im wissenschaftlichen Bereich sind, dass Sie wissen, dass es diese Zusammenschlüsse gibt, dass Sie entweder selbst da Mitglied werden können, wenn Sie in dem Bereich forschen, oder auch diese Zusammenschlüsse ansprechen wollen, wenn Sie sich für Forschung interessieren. Ich bin im Verein, den Margret schon vorhin erwähnt hat, von LSBTIQ-Menschen in der Psychologie, VLSP, und habe mit anderen zusammen die TIN Rechtshilfe gegründet und gründe gerade eine Koalition gegen das Zweigeschlechtersystem. Egal wie Ihre Identität ist, wenn Sie sich gegen das Zweigeschlechtersystem einsetzen wollen, können Sie gerne dieser Koalition beitreten. Es gibt auch eine Gruppe für Personen, die nicht trans, inter, nicht binär sind, die sich dazu fortbildet und unterstützende Arbeit leistet. Also wenn Sie da Lust haben, sich noch mehr einzubringen, sprechen Sie mich an. Wenn Sie Lust haben, Geld einzubringen in unseren aktivistischen Kampf, können Sie sehr gerne für die TIN-Rechtshilfe spenden. Ich habe hier einen PayPal-Link verlinkt, und auf unserer Webseite TIN-Rechtshilfe können Sie das auch nochmal finden. Wir versuchen, strategische Prozesse zu finanzieren, die der trans-, inter- und nicht-binären Community weiterhelfen. Aktuell führe ich zum Beispiel ein Verfahren gegen die Deutsche Bahn, bin gerade in der zweiten Instanz. Über die erste Instanz wurde auch sehr breit medial berichtet, zum Thema, ja, respektvolle Anrede. Also die Bahn gibt mir im Moment nur die Anrede sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau, und das wird mir nicht gerecht. Und da streiten wir uns gerade vor Gericht. Wenn Sie sowas unterstützen wollen, spenden Sie sehr gerne. Wir haben auch eine Unterstützungsgruppe, wenn Sie Ihre Arbeit spenden wollen. So, ich hatte angekündigt, dass ich anfange mit einer Einführung mit Bildern. Ich habe viel über Metaphern nachgedacht und habe Ihnen jetzt hier einige Metaphern mitgebracht, eben als Bilder, um in dieses Thema einzuführen. Und zwar habe ich ein bisschen die Sorge, dass wir in den Duktus einer Zooführung gelangen, dass ich die Führerin bin und wir gehen dann jetzt durchs Land der Trans-Inter-Nicht-Binären und dann sind da exotische Vögel und dann zeige ich die ihnen und sage, ja, die funktionieren so und so und das sind die Besonderheiten und ich weiß Bescheid. Und ja, also es gab ja auch tatsächlich in Deutschland Völkerschauen, das heißt, Menschen wurden gegen ihren Willen ausgestellt, und manchmal habe ich so den Verdacht, dass ich so in diese Rolle auch kommen soll oder gefragt werde, so eine Art Führungsrolle einzunehmen, und das mag ich nicht so gerne. Moment. Und deswegen möchte ich nicht die Vögel betrachten, sondern die ZoobesucherInnen. Das heißt, ich möchte gerne den Blick auf Sie wenden und dass wir uns zusammen Sie angucken, wer auch immer Sie selbst sind. Also ist das auch die Frage, wer ist wir und wer ist Sie? Also ich meine jetzt Menschen, die sich interessieren für dieses Thema und vielleicht Bedarf haben, das so, dazu noch mehr dazu zu lernen und zu unterstützen. Also insbesondere meine ich Personen, die nicht trans und nicht binär sind, also die binär sind und cis. Diese Begriffe erkläre ich auch später nochmal. Ja, das heißt, ich möchte mit Ihnen zusammen überlegen, wie ticken Sie eigentlich und was macht das für Probleme? Also sozusagen tauche ich mit Ihnen jetzt ein in die Psychologie von binären, nicht-Trans-Personen, ja, ein paar Mechanismen aufzudecken und mit Ihnen zu benennen und zu durchdenken, damit Sie die bei sich selber erkennen können und abstellen können oder in die intervenieren können. Weil diese Mechanismen Leid verursachen, und aus einer solidarischen Motivation, glaube ich, ist es sinnvoll, da ein Wissen über sich selber und diese eigenen Mechanismen zu haben, um die abstellen zu können. So, dieses Bild hat einen Fokus auf den Euter einer Kuh, ganz bewusst. In meiner Diplomarbeit hat eine Person gesagt, dass sie sich wünscht, dass die Menschen um sie herum sie nicht melken nach Wissen über Trans- und Verbündetenschaft. Das heißt, dass sie nicht reduzieren auf ihre Funktion als wissensspendend oder mit Wissen ausgestattet, sondern dass sie als Mensch anerkennen. Und wir haben hier eben einen Stall, das heißt, auch die Bewegungsfreiheit der Kühe ist eingeschränkt, und sie sind ganz klar einfach auf ihre, ja, Funktion reduziert, und in diesem Fall die nützliche Funktion, Milch zu geben. Und was wäre die Utopie? Die Utopie wäre natürlich, dass Kühe oder wir nicht binären Menschen, wenn ich uns da mal analogisieren darf, freilaufen, ja? Dass wir halt in unseren Gemeinschaften, in Verbindung miteinander selbstbestimmt entscheiden können, wo wir langgehen und worüber wir reden. Das heißt auch, dass uns Menschen, die uns zum ersten Mal kennenlernen, meistens sind das diejenigen, nicht gleich überfallen mit so ja, Fragen, die ich Ihnen hier heute auch beantworten kann, aber die ich Ihnen beantworte, weil ich bezahlt werde und nicht, weil ich privat da Lust habe, in einer privaten Situation Auskunft zu geben.
Also ich unterscheide sehr deutlich zwischen verschiedenen Rollen und möchte Ihnen davon abraten, Menschen, die Sie privat kennenlernen und wo Sie glauben, dass die trans oder nicht binär sind, einfach als Kühe zu melken, die Ihnen dann Wissen geben, sondern da eben in den respektvollen Abstand auch zu gehen. Ein wesentliches Element von Transdiskriminierung ist das Übergehen von persönlichen Grenzen und sofort intime Details zu erfragen und auch das Übergehen von energetischen Grenzen und sofort da Bildungsarbeit zu verlangen. Ich gebe Ihnen die Bildungsarbeit heute gerne, weil das meine politische Berufung ist und weil ich hier Geld verdiene. Also das sind mehrere Motivationen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist und nicht konsensuell ist, ja, Sie können ja auch eine Person im privaten Kontext fragen, hast du Lust, mir was dazu zu erzählen? Das interessiert mich. Oder ist das gerade nicht passend und möchtest du über was anderes reden? Ne? Also wenn das konsensuell ist, spricht da auch nichts gegen. Aber manchmal sage ich trotzdem ja, auch wenn ich keine Lust dazu habe, weil ich denke, immerhin fragst du mich jetzt. Ich gehe nicht davon aus, dass du dir das irgendwie anderswo selber holst, das Wissen. Also gebe ich es dir, weil ich dann in unserer Beziehung davon profitiere. Das ist dann aufgrund der Abhängigkeit, dass ich dann denke, oh, jetzt hast du Interesse, dann erzähle ich es dir auch. Aber also die eigentliche Lösung gegen dieses beuterfokussierte Denken ist eben die Bibliothek. Das heißt, wir haben erstens öffentlich ausgestattete Bibliotheken, zweitens das Internet. Und natürlich ist es heterogen und es gibt verschiedene Stimmen und das ist auch ein Teil Ihrer Kompetenz als Verbündete, die Sie sich aneignen müssen, dass Sie eben auch navigieren lernen zwischen verschiedenen Stimmen und dass Sie eben, wenn Sie sich dazu fortbilden wollen, nicht die Kühe, also uns nicht binäre und Transpersonen melken, sondern die Bibliotheken melken und sich Bücher ausleihen. Das heißt aber auch, dass Sie sich Zeit nehmen müssen und lesen müssen. Das ist Arbeit. Das heißt, Verbündetenschaft gibt es nicht umsonst, sondern es muss dafür gearbeitet werden. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz zentraler Punkt, dass diese Mühe viele Leute sich nicht machen wollen und da aus Bequemlichkeit sich nicht einarbeiten. Und ich denke, das ist aber genau notwendig, wenn wir miteinander verbündet handeln wollen. Jetzt, wenn ich zum Beispiel auch mit schwarzen Menschen verbündet handeln will als weiße Person, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich als weiße Person ticke. Und das kann ich mir nicht aus den Fingern saugen, sondern das muss ich eben von Leuten nachlesen, die sich darüber mehr Gedanken gemacht haben, die darüber geforscht haben und die darüber Lebenserfahrung haben. Ich würde jetzt gerne in den Chat einen Link reinschreiben. Ah, danke für die Direktlinks, gleich in den Chat gepackt. Es gibt eine Seite, die ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen möchte, von Kri Hübscher aus der Schweiz, die heißt nonbinary.ch. Und da finden Sie erstens sehr viele Erklärtexte, aber auch viele aktuelle Links und auch einen Newsletter, der nicht regelmäßig kommt, aber wenn er kommt, dann hat er es in sich, mit sehr vielen Verweisen auf Podcasts, Filme, Bücher, die erscheinen, aktuelle Rechtsurteile und so weiter. Neu erschienene Artikel auf der Webseite und ich kann Ihnen die nur empfehlen. Da finden Sie zum Beispiel ganz aktuell einen Artikel über Transitionen von nicht-binären Menschen. Also wie sieht es eigentlich aus, wenn nicht-binäre Menschen ihr inneres und äußeres Coming-out haben? Und ja, also das ist quasi eine meiner ersten Botschaften. Die Lösung von dem Melk-Problem, also diesem energetischen Problem, dass wir strukturell als marginalisierte Menschen immer wieder damit konfrontiert sind, Bildungsarbeit leisten zu müssen, ist, dass eben Verbündete sich selber aufklären, indem sie in Bibliotheken gehen und lesen oder ins Internet und auch, dass Verbündete andere Verbündete aufklären. Das heißt, sie investieren in andere Menschen, denen noch Wissen fehlt und geben denen das, was sie sich angeeignet haben. Jetzt habe ich hier die Metapher der Unterdrückung bzw. des Drucks. Das Bild bildet hier jetzt Luftdruck ab. Und Unterdrückung ist ein System, das Menschen unter Druck setzt. Und zwar alle Menschen werden diesem Druck ausgesetzt. Also meine These ist, da gehöre ich einer bestimmten wissenschaftlichen und politischen Schule an, dass unsere Welt eben durch unterdrückerische Strukturen gestaltet ist oder durchzogen ist und dass diese Strukturen sich auf alle Menschen auswirken, dass die sich in der Kultur abbilden und dass wir die mit der Sozialisation uns aneignen, also verinnerlichen. Und das hat aber negative Effekte. Dieses Buch hier ist ein Bauchschmerzbuch. Und was mir an diesem Bild gefällt, ist, dass da ein Ziegelstein in dem Bauch von dem Menschen oder dem Wesen ist, der schwer verdaulich ist. Und Unterdrückung ist schwer verdaulich und wirkt sich schlecht auf uns alle aus. So, selbst wenn wir von ihr privilegiert werden. Also ich als weiße Person lerne eine gewisse weiße Dominanz, eine gewisse weiße Arroganz und eine gewisse weiße Empathielosigkeit gegenüber dem Leiden von Menschen, die rassistisch diskriminiert werden, also schwarze Personen oder People of Color. Und
ich als Transperson verinnerliche auch die kulturellen Botschaften über Transpersonen, dass wir nichts wert sind, dass wir merkwürdig sind, dass wir psychisch krank sind, dass wir ekelig sind und so weiter. Und muss das irgendwie verarbeiten und das wird Teil meiner, ja, meines Gelernten und meiner Psyche. Ich gehe eben davon aus, dass alle Menschen Machtverhältnisse verinnerlichen. Der Druck der Gesellschaft wird nach innen übernommen. Wir haben alle irgendwie über die Sozialisation die kulturellen Botschaften der Unterdrückung gelernt und verinnerlicht. Und ich unterscheide hier zwischen internalisierter Dominanz und internalisierter Unterdrückung. Als weiße Person internalisiere ich Rassismus habe da eher einen Dominanzzugang. Als Transperson internalisiere ich Transunterdrückung und habe da eher einen marginalisierten Zugang. Und das wirkt sich eben psychologisch ganz unterschiedlich aus. Aber meine wesentliche Botschaft für Sie heute ist, streiten Sie nicht ab, dass Sie strukturiert werden von diesen gesellschaftlichen Kräften. Also wenn Sie darauf hingewiesen werden, dass Sie sich transfeindlich oder rassistisch artikuliert haben oder verhalten haben, gehen Sie im Zweifel davon aus, dass das möglich ist, dass Sie sich so verhalten werden, weil Sie eben durch diese unterdrückerischen Kräfte auch sozialisiert sind und Sie die verinnerlicht haben. Und selbst wenn Sie diese Mechanismen der Unterdrückung, also Rassismus oder Transfeindlichkeit, ablehnen und schlecht finden, heißt es nicht, dass Sie keine Macht über Sie haben. Also eine ganz wesentliche Botschaft ist, Unterdrückungssysteme haben Macht über Sie, selbst wenn Sie sie ablehnen oder selbst wenn Sie nichts von ihnen wissen. Kommen wir zu dem Konzept der Zerbrechlichkeit. Das klingt auch schon ein bisschen an, wenn ich über diese Ablehnung spreche, wenn Sie hingewiesen werden auf Ihr diskriminierendes Verhalten oder ich auf meins. Und es gibt eben diesen Fachbegriff der Fragility oder der zu Deutsch Zerbrechlichkeit. Und ich habe eben dieses Bild einer Vase, die ist umgeschmissen worden und zerbrochen worden. Ja, es gab irgendwie eine Art von Kraft- oder Gewalteinwirkung und schwupps ist sie in alle Teile zersprungen. Und dieses Bild gefällt mir überhaupt nicht, aber das ist eben Teil des Diskurses zu diesem Themenfeld. Deswegen gebe ich Ihnen das. Ich schlage Ihnen auch gleich noch ein alternatives Bild vor. Was ich daran problematisch finde, ist, wer hat die Vase zerbrochen, nämlich der Elefant im Porzellanladen. Ja, also es ist in diesem Bild die Idee, dass es eine machtvolle, kraftvolle, monströse Gestalt gibt, die so stark ist, dass sie die Vase zerbrechen kann. Was mit dieser Zerbrechlichkeit, mit dieser Vase gemeint ist, ist die Reaktion einer Person, die nicht trans ist, darauf, dass sie darauf hingewiesen wird, dass sie sich transfeindlich verhalten hat, oder einer weißen Person, die darauf hingewiesen wird, dass sie sich rassistisch verhalten hat und dann absolut in den Widerstand geht und sagt, ich kann doch nicht rassistisch sein. Ich bin doch immer bei den Black Lives Matter Demos dabei. Wie kann das denn sein? So. Und dann diese Abwehr wird eben als Fragilität bezeichnet, dass eben unsere Egos so fragil sind, dass wir mehr Energie da reinstecken, unser Image zu pflegen, als zuzuhören und dazuzulernen und eben dann zu versuchen, das rassistische oder transfeindliche Verhalten in Zukunft abzustellen. Ich zitiere jetzt die Erfinderin dieses Begriffs, der White Fragility, der weißen Zerbrechlichkeit, die heißt Robin DiAngelo. Ich definiere als weiße Progressive jede weiße Person, die denkt, sie sei nicht rassistisch oder ist weniger rassistisch oder hat es schon verstanden. Und ich schreibe Ihnen jetzt allen zu, weil Sie heute hier sind, dass Sie progressiv sind. Also dass Sie schon sagen, oh, es gibt dieses Problem der Nichtbinaritätsfeindlichkeit oder der Unterdrückung der nichtbinären Leute und der Transleute, da will ich was gegen machen. Das ist ja schlecht. Ich will zu den Guten gehören, also informiere ich mich. Und das will ich überhaupt nicht kritisieren, sondern total loben und gut finden. Also herzlich willkommen, toll, dass Sie da sind. Gleichzeitig gibt es eben in diesen progressiven psychischen Setups oder Settings diese problematische Struktur, dass, weil ich denke, ich habe das Problem verstanden und kritisiere diese gesellschaftliche Struktur, dass sie mich nicht mehr betrifft. Und laut Robin DiAngelo verursachen eben diese progressiven Personen im Kontext von Rassismus weiße progressive Personen am meisten Schaden bei People of Color und schwarzen Personen, weil sie ihre Energie da reinstecken, ihr antirassistisches Image zu pflegen, anstatt sich antirassistisch zu verhalten. Also es ist wichtiger, nicht transfeindlich zu wirken oder nicht rassistisch zu wirken, als zuzuhören und dazu zu lernen. Und wenn da jetzt eine Nazi-Person um die Ecke kommt, dann weiß ich, dass sie mich diskriminieren wird. Dann weiß ich, dass ich mit ihr nicht diskutieren muss. Dann weiß ich auch, dass ich sie nicht darauf hinweisen muss, dass es rassistisch ist. Aber wenn eine Person kommt, von der ich weiß, dass ihre Werte so sind, dass sie antirassistisch handeln will, und sie dann aber
in die Abwehr geht, dann ist es besonders anstrengend. Und das meint D'Angelo mit Schaden. Also was das eigene Energiemanagement angeht. Und ich werde ja nicht die ganze Zeit mich mit Nazis umgeben, wenn ich eine marginalisierte Identität habe, sofern ich das beeinflussen kann und nicht jetzt, ja, also sofern ich das beeinflussen kann, werde ich mich nicht die ganze Zeit mit Nazis umgeben, sondern eher mit progressiven Personen. Und trotzdem können die mir aber auch Schaden zufügen. Dieses Konzept der White Fragility wurde von Zachariah Oster in einer Masterarbeit auf den Cis-Trans-Kontext übertragen. Cis-Menschen sind also Menschen. Ich muss mal kurz unterbrechen. Mhm. Wir sind jetzt schon bei Minute 33. Ich sollte. Dankeschön. Super, gut zu wissen. Cis-Menschen sind also die Menschen, die nicht trans sind. Und Zachariah Oster definiert eben Cis-Zerbrechlichkeit so, dass Cis-Menschen in einem Umfeld sozialisiert werden, welches sie vor Geschlechtsidentitätsstress schützt und sie in Watte packt. Das heißt, es gibt keine Informationen, die irgendwie einen Stress auslösen, was die eigene Geschlechtsidentität angeht oder das Thema Geschlechtsidentität allgemein so berühren. Im Cis-Trans-Kontext wird dieser Stress einmal angetriggert, reagieren Cis-Menschen mit Abwehrstrategien und falschen Behauptungen, welche dazu dienen, wieder Bequemlichkeit, auf Englisch Comfort und Normalität herzustellen. Also diese Zerbrechlichkeit ist ein Konzept, um auszudrücken, dass es diesen Mechanismus gibt, diese Bequemlichkeit wieder herzustellen, statt sich mit der Kritik zu beschäftigen. Also ich will lieber in meine Komfortzone zurück und diesen Geschlechtsidentitätsstress abbauen, als die Botschaft, die mir gesendet wird, die diesen Stress verursacht, zu verstehen und daraus zu lernen. So, aber ich sage ja, dieses Bild ist problematisch, weil mir nicht gefällt, dass die weiße Person in der Opferrolle der Vase ist und die schwarze Person in der Täterinnenrolle des monströsen Elefanten, der viel mächtiger und stärker und schwerer ist. Und deswegen möchte ich Ihnen hier jetzt folgendes sehr ekliges Bild vorschlagen. Ich habe hier erstmal so eine schematische Darstellung, und zwar den eitrigen Pickel. Stellen wir uns vor, Sie verinnerlichen Rassismus, das haben wir jetzt zumindest vorhin als These aufgestellt, ist jetzt die Frage, ob Sie da mitgehen, aber nehmen wir an, Sie und ich als weiße Person verinnerlichen Rassismus, das ist der Eiter. Und der Pickel ist bis zum Bersten voll unter Druck mit diesem Eiter, also das heißt mit diesen rassistischen Überzeugungen und Wissensstrukturen, und unsere Psyche ist so strukturiert. Dann reicht es schon, wenn ich so ganz leicht an Ihre Haut komme und so ganz leicht andätsche und dann platsch, spritzt mich dieser Pickel mit seinem Eiter voll. Ja? Und ich finde, dieses Bild verkörpert viel besser, zumindest auf meiner subjektiven Ebene, wie es mir mit Cis-Fragilität geht, als dass ich ein Elefant bin und Sie die Vase, wenn ich Sie kritisiere, dass Sie mich misgendert haben oder transfeindlich behandelt haben, weil Sie mich dann mit Ihrem Cis-Eiter bewerfen und Ihre ganzen Abwehrmechanismen auf mich draufwerfen. Und das ist so eklig und anstrengend und schrecklich, dass ich finde, dass diese Metapher viel, viel besser geeignet ist als die der fragilen Vase und des Elefanten im Porzellanladen. So. Ich hoffe, dass Sie dieses Bild mitnehmen als ein Ansporn, wenn Sie merken, dass Sie kritisiert werden, durchzuatmen und zu sagen, was ist eigentlich gerade der Inhalt dieser Botschaft? Ich höre einmal meine Gefühle, und meine Gefühle sind ernst zu nehmen. Aber meine Gefühle sind nicht das Einzige, und vielleicht schäme ich mich, vielleicht fühle ich mich schlecht, vielleicht fühle ich mich empört und denke, das passt überhaupt nicht zu meinem Selbstbild. Och, ich bin doch hier die große Antirassistin vor dem Herrn. Und dass Sie diese Gefühle wahrnehmen, aber nicht unbedingt in ein Handeln übersetzen, sondern durchatmen und versuchen, sich mit dem Inhalt der Botschaft zu beschäftigen. Ich habe auch gleich noch mal ein paar Hinweise, wie Sie damit umgehen können. Kommen wir zum Thema Verbündetenschaft. Verbündete sind Menschen, die unverdiente Privilegien erkennen. Also solche, die ihnen aufgrund von gesellschaftlichen Mustern der Ungerechtigkeit zugewiesen werden und die Verantwortung dafür übernehmen, diese Muster zu ändern. Und wenn wir hier von Mustern sprechen, dann gehört auch dazu zu erkennen, dass wir diese psychologischen Muster haben, auch diese Abwehrmuster. Wichtig für Anne Bishop, die ein wichtiges Buch zu Verbündetenschaft geschrieben hat, das heißt Becoming an Ally, das kann ich sehr empfehlen, ist, dass Menschen, die verbündet handeln wollen, eine eigene Analyse haben. Sie erkennen gesellschaftliche Muster. Also es geht um einen Denkprozess. Es geht um Wissen und Denken und Analysieren. Also ich sehe die Welt auf eine bestimmte Weise und ich kann sie auch nicht ungesehen machen. Das heißt, wenn ich mich einmal mit diesem Paradigma beschäftigt habe, komme ich da auch nicht mehr so wirklich raus. Das ist das, was Tupoka Ogette als dem Sturz aus Happyland bezeichnet. Das ist eine
Theoretikerin und Aktivistin, die sehr viel zu Antirassismus macht und auch einen Podcast hat zum Beispiel. Und in ihrem Buch Exit Racism beschreibt sie eben diesen Sturz aus Happy Land, also diese Idee, dass die Gesellschaft eine gerecht ist und ich ein guter Mensch bin als weiße Person mit den guten Absichten und dass ich nicht Teil des Problems bin. Wenn ich einmal aber anerkenne, dass es Rassismus gibt und dass ich durch Rassismus auch mitgeprägt und strukturiert bin, dann falle ich aus diesem Happy Land raus und komme da auch nicht mehr zurück. Also wenn sie einmal diese Brille übernommen haben, wird es schwer, das ungesehen zu machen, diese Alltagsdiskriminierung und diese gesellschaftliche Struktur oder Strukturierung von Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Und sie erkennen auch, dass das ein historisch ungerechter Zufall ist, dass sie jetzt spezifisch zum Beispiel, und da schließe ich mich ein, weiße Privilegien haben oder jetzt in dem imaginären Cis-Sie, also alle unter ihnen, die noch nicht trans sind, dass sie eben Cis-Privilegien haben, dass das ungerecht ist, dass sie nichts dafür getan haben, dass sie nicht irgendwie besonders auserwählt sind von einer göttlichen Vorhersehung oder so, dass sie jetzt unbedingt diese Privilegien bekommen, sondern dass sie sagen, es ist eine ungerechte gesellschaftliche Struktur, dass ich die bekomme. Und das bedeutet für mich einen Energiebonus, weil ich mit bestimmten Alltagsdiskriminierungen nicht konfrontiert bin, die für nicht-binäre und trans Menschen oder für schwarze Personen gelten. Und ich muss diesen Energiebonus mobilisieren, um diese gesellschaftlichen Strukturen abzubauen, die mich selber privilegieren. Also mein Langzeitziel ist quasi, meine eigenen Privilegien abzuschaffen. Ich habe Verbündetenschaft in drei Elemente aufgesplittet in meiner Diplomarbeit, nämlich erstens der Arbeit an sich selber als verbündete Person. Das heißt, ich muss erkennen, wie bin ich eigentlich strukturiert? Was geht bei mir eigentlich emotional? Gehe ich hier gerade in den Widerstand? Werde ich aggressiv, wenn ich Transpersonen sehe? Oder werde ich ängstlich, wenn ich schwarze Personen sehe? Oder fetischisiere ich Transpersonen und finde sie besonders sexuell attraktiv? Oder fetischisiere ich schwarze Personen und finde sie besonders sexuell attraktiv? Und das, was sind das für Emotionen und für Haltung, die ich da habe? Aber sie arbeiten auch an sich selbst im Sinne der Bibliothek. Das heißt, sie arbeiten an ihrem eigenen Wissensstand und an ihrer eigenen Analyse und verfeinern lebenslang diese Analyse. Zweitens arbeiten sie dann auch mit anderen privilegierten Individuen, Gruppen und Institutionen. Das heißt, als Cis-Personen arbeiten sie an anderen Cis-Personen und eignen sich gemeinsam Wissen über Transunterdrückung an. Als weiße Personen investieren sie in weiße Organisationen, zum Beispiel weiße Universitäten. Es gibt ja in Deutschland keine Universität of Color, in anderen Ländern schon. Und versuchen da entsprechend auf die Rassismen in den Institutionen einzuwirken. Oder wenn sie eine feministische Gruppe haben, die sich trans ausschließend verhält, dass sie dann eben in diese Gruppe investieren. Drittens, dass sie lernen und üben, mit diskriminierten Individuen umzugehen und sie zu unterstützen. Und heute wäre dann zum Beispiel wahrscheinlich ihre Erwartungshaltung, dass ich ihnen ganz viel darüber erzähle, wie sie nicht-binäre Personen unterstützen können. Zum Beispiel mit geschlechtergerechter Sprache. Ich versuche auch, diese Erwartungshaltung zu erfüllen, aber tatsächlich nehmen diese allgemeinen Gedanken über Verbündetschaften viel mehr Raum ein. Wenn wir ein Workshop wären, würde ich Ihnen jetzt die Aufgabe geben, aufzuschreiben, welche Aspekte Ihnen zu diesen drei Punkten einfallen. Also was für Handlungsideen haben Sie, wenn Sie Arbeit an sich selbst, Arbeit an anderen Privilegierten und Unterstützung von Diskriminierten sehen? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, zu spenden. Zeit zu spenden, Aktivismus, Energie zu spenden oder Geld zu spenden. Anne Bishop postuliert, dass Verbündete auf eine Reise gehen und die Reise 7 Schritte beinhaltet. Erstens zu verstehen, wie Unterdrückung entstand, wie sie aufrechterhalten wird und wie sie ihren Abdruck auf alle Individuen und Institutionen stempelt, die sie aufrechterhalten. Und das habe ich vorhin versucht, am Anfang des Workshops auf diese Ebene mit Ihnen zu gehen. Das ist natürlich nur der Anfang. Zweitens zu verstehen, wie sich verschiedene Unterdrückungsformen ähneln und wie sie sich unterscheiden und wie sie sich gegenseitig verstärken. Zum Beispiel gibt es Unterdrückungsformen, die sehr stark über visuelle Zuschreibungen funktionieren, zum Beispiel Rassismus über die Zuschreibung von Hautfarbe und Geschlecht auch ganz viel über visuelle Zuschreibungen. Aber Geschlecht funktioniert zum Beispiel auch über klangliche Zuschreibungen. Welche Stimme klingt wie geschlechtlich zum Beispiel? Und Rassismus funktioniert auch über klangliche Zuschreibungen, zum Beispiel welcher Name klingt deutsch? Manche Unterdrückungsformen sind nicht so sichtbar, zum Beispiel ist sexuelle Orientierung nicht so sichtbar. Manche Menschen glauben, dass sie aus dem geschlechtlichen Auftreten einer Person auf ihre sexuelle Orientierung schließen können. Das ist aber kamouflagierbar oder verdeckbar und da gibt es eben Spannungsverhältnisse. Also als schwarze Person können sie sich nicht so leicht verstecken, wie sie sich als schwule Person verstecken können. Und da gibt es dann auch Auswirkungen auf Aktivismus, auf Sichtbarkeit im Alltag und auch gegebenenfalls Spannung.
dass vielleicht schwarze Personen neidisch sind auf schwule Personen, die das verbergen können und dann mal so unter dem heteronormativen Radar durchtauchen können. Und dass vielleicht schwule Personen, die das verbergen können, neidisch sind auf schwarze Personen, weil sie sich im öffentlichen Raum gegenseitig erkennen und dann sofort miteinander solidarisch agieren können. Das sind so zum Beispiel Spannungsverhältnisse. Drittens, Bewusstsein der eigenen Geprägtheit von Unterdrückung. Also wie sind sie selber auch marginalisiert? Die wenigsten von uns haben ja gar keine Marginalisierungserfahrung. Die Mehrzahl aller Menschen ist ja in irgendeiner Achse unterdrückt. Und davon zu heilen, weil meine eigenen Wünsche an Verbündetenschaft, wenn die nicht erfüllt werden, kann es ja auch sein, dass ich dann eine besondere Härte habe und andere Leute gar nicht unterstützen möchte. Weil ja ich selber auch nicht unterstützt werde und mir hat ja auch niemand geholfen. So, ne? Also auch daran zu arbeiten und dann auch großzügig zu werden. Zu Beginn an der eigenen Befreiung zu arbeiten, zu Beginn eine Verbündete zu sein oder Verbündete zu handeln. Andere Verbündete zu bilden und schlussendlich Hoffnung zu bewahren, dass das alles einen Sinn macht und die Welt eine bessere werden wird. Und nicht aufzugeben. Ich habe jetzt hier ein paar Aspekte und jetzt kommen wir immer mit näher auf das Thema Trans, die mit Transverbündetenschaft im Spezifischen zu tun haben. Ich habe in meiner Diplomarbeit ganz viele Wünsche erfragt von Transpersonen und nicht-binären Personen, was sie sich an Unterstützung wünschen. Das waren 110 Wünsche und ich habe sie in ein Kategoriensystem gepackt und es gab verschiedene Unterkategorien und ich habe hier jetzt mal ein paar mitgebracht. Haltung hatte ich ja schon erzählt, also auch, dass die Identität einer Person akzeptiert wird und sie nicht in Frage gestellt wird. Also zum Beispiel akzeptieren sie eine nicht-binäre Person und sagen, ach, du siehst doch so aus wie ein Mann oder du siehst doch so aus wie eine Frau, wie kannst du nicht-binär sein? Sondern einfach die Selbstbezeichnung und die Definitionsmacht der Person über ihre eigene Identität zu akzeptieren und auch nicht von ihr zu verlangen, dass sie irgendwie ein Geschlecht präsentieren muss, das in ihrer Vorstellung nicht-binär ist. Nicht alle nicht-binäre Personen sehen androgyn aus und wollen so aussehen, ja. Nur weil ich jetzt als männlich gelesene Person einen Bart trage, heißt es nicht, dass ich nicht binär sein kann. Respektieren Sie unsere Autonomie, wenn es um Entscheidungen über unseren Namen, unsere Pronomen, unser Aussehen, unsere juristische Situation, unsere körperliche Situation, ob wir vielleicht medizinische Transitionsmaßnahmen machen wollen. Respektieren Sie diese Entscheidung und unsere Autonomie? Das ist ein ganz großes Problem, dass gesellschaftlich diese Autonomie nicht respektiert wird und zum Beispiel durch das Transsexuellengesetz erforderlich ist, dass eben über eine pathologisierende Schiene zwei bei Gericht zugelassene GutachterInnen ihnen ihre Identität bestätigen müssen und dann auch eine RichterIn ihnen das glauben muss, bevor sie ihren Personenstand ändern dürfen. Also in Deutschland ist juristisch gesehen noch nicht diese Autonomie erfüllt und es gibt auch bei ganz vielen MedizinerInnen und auch in manchen weiter verbreiteten Medien, überregionalen Medien, heftige Diskurse, die diese Autonomie auch einschränken. Und sagen, ja, Transpersonen sind verwirrt und sind unsicher und sind unklar und deswegen müssen sie vor sich selber beschützt werden. Das ist so eine Art Gatekeeping-Diskurs, wo es dann irgendwelche Menschen, die am Tor der Selbstanerkennung stehen und die Transmenschen durchlassen, wenn sie trans genug sind. Und das schränkt unsere Autonomie ein und Sie als Verbündete mögen doch bitte diese Autonomie nicht in Frage stellen. Zweitens schauen Sie auch, was für Gefühle sie empfinden, zum Beispiel sollen sie nicht übermäßige Besorgnis oder Angst für uns empfinden, dass wir sofort umgebracht werden, wenn wir irgendwie als trans erkennbar durch die Welt laufen, auch wenn es eine gefährliche Welt ist. Und zweitens auch, dass sie nicht Angst vor uns haben, weil wir so bedrohlich sind. Das sind auch original genannte Wünsche aus meiner Diplomarbeit. Dann zum Thema Wissen, eignen Sie sich Wissen an, achten Sie auf die Arbeitsverteilung und melken Sie nicht Transpersonen. Gehen Sie in die Selbstreflexion, ich hatte Ihnen ja diesen Spiegel vorgehalten. Reflektieren Sie, inwiefern Sie durch Transdiskriminierung strukturiert sind und inwiefern Sie selber verstrickt sind in das Thema Geschlecht. Was sind Ihre eigenen Investitionen in Geschlechtlichkeiten? Und was ist Ihr Selbstbild als verbündete Person? Heißt das vielleicht, dass Sie dann gar nicht niemals Leute misgendern oder niemals Leute transdiskriminieren, weil Sie doch so eine tolle verbündete Person sind? Das sollten Sie eher in Frage stellen. Die Definitionshoheit, wer eine gute verbündete Person ist, liegt bei den marginalisierten Personen. Und es ist immer nur vorläufig. Wir können immer Rückfälle machen. Ich kann mich 10 Jahre mit Rassismus beschäftigen und trotzdem mich rassistisch verhalten. Es ist immer möglich. Jetzt haben wir eine kurze Zeitunterbrechung. Jetzt sind schon 47 Minuten vergangen. Danke. Dankeschön. Ja, in der Interaktion mit Transpersonen achten Sie darauf, wenn Sie eine gewaltvolle Situation wahrnehmen, entweder körperlich oder auch zwischenmenschlich, sozial, dass Sie dann intervenieren. Entweder indem sie körperlich dazwischen gehen oder indem sie die AggressorInnen ansprechen und kritisieren oder indem sie die Transperson, die Aggression erlebt, ansprechen und fragen, kann ich was für dich tun, brauchst du was? Alles in Ordnung.
Unterstützen Sie nach Gewalterfahrungen, unterstützen Sie bei Transitionen, unterstützen Sie, wenn Menschen belastet sind und ein offenes Ohr brauchen. Hören Sie zu, seien Sie offen für Kritik, seien Sie offen für die konkreten Botschaften, die da gesendet werden, und projizieren Sie nicht gemäß Ihrer Stereotypen die Botschaft, die Sie gerade hören, sondern seien Sie präzise in Ihrem Zuhören. Was genau wird von mir jetzt gewünscht? Mir wird jetzt gerade gesagt, ich habe mich diskriminierend verhalten, weil ich immer die falsche sprachliche, geschlechtliche Form benutze. Okay, dann geht es jetzt hier um mein Sprechen. Ja? Die Person sagt mir nicht, ich bin böse und ich bin schlecht, sondern die Person sagt mir, ändere bitte dein Sprechen, das tut mir weh. Dann, wenn Sie aktiv im Gespräch sind, schauen Sie, dass Sie Intimgrenzen wahren, dass Sie nicht sofort auf das Thema Transitionswünsche, OP-Wünsche, wie war das mit deinen Eltern, was ist eigentlich dein Genitalienzustand, wie sehen deine Genitalien aus, wie hast du Sex, mit wem bist du denn eigentlich dann zusammen und bist du dann nicht eigentlich doch eher homosexuell als trans? Also diese Fragen kriegen wir die ganze Zeit gestellt, und bitte stellen Sie diese Fragen nicht. Dazu können Sie Überprüfungsfragen einsetzen. Also wenn Sie überlegen, eine Transperson etwas zu fragen, können Sie sich fragen, würde ich die Frage, die ich jetzt gerade stellen will, auch einer Person stellen, die nicht trans ist. So, diese Frage funktioniert übrigens für verschiedene Diskriminierungskontexte. Wenn Sie sagen, oh ja, ich frage die jetzt nur, weil diese Person trans ist, dann überlegen Sie sich, ist das jetzt hier gerade angemessen, eine Transperson Frage zu stellen? Hat es dann wieder einen Melken-Charakter oder ist es dieser Charakter, dass ich die Person auf ihr Identitätsmerkmal reduziere? Das ist nicht dasselbe wie zu fragen, ich habe hier unten auch Unterstützungswünsche. Das ist total die gute Frage. Ah ja, danke, du bist, outest dich jetzt gerade bei mir als trans. Vielen Dank, dass du mir dieses Vertrauen zuschreibst. Wie kann ich dich unterstützen? Bei unserem Arbeitsplatz, was wünschst du dir von mir, wie ich mit unserer Chefin umgehe oder mit den ArbeitskollegInnen, wenn sie dich misgendern? Was kann ich für dich tun? Ja, also solche Fragen sind total gut. Wenn ich mit dir durch die Öffentlichkeit gehe, was wünschst du dir da? Möchtest du, dass wir Händchen halten? Möchtest du, dass ich interveniere, wenn du angegriffen bist? Solche einfach abzukonsensen, was der Bedarf ist. Und übernehmen Sie Verantwortung für Fehler. Das heißt auch, versuchen Sie dazu zu lernen und die Fehler in Zukunft zu vermeiden. Das heißt, analysieren Sie, woran hat es gelegen und was kann ich tun, um sie nicht zu wiederholen. So, ich springe jetzt ein bisschen. Ich habe hier zum Beispiel noch Hinweise, wie Sie sich gut entschuldigen können. Da ist wichtig, dass Sie zuhören, was Ihnen gesagt wird, was Sie falsch gemacht haben und was Sie tun können, um es zu ändern. Zum Beispiel, aha, du hast mich misgendert, ändere deine Sprachgewohnheiten. Gute Absichten sind nicht so wichtig wie verletzende Effekte. Das heißt, nur weil ich eine Person nicht misgendert will, heißt es nicht, dass, wenn ich sie misgendert habe, es ihr nicht wehtut. Das Beispiel ist, wenn Sie auf den Fuß einer unbekannten Person treten, wird es ihr trotzdem wehtun, auch wenn Sie ihr nicht auf den Fuß treten wollten. Also misgendern wird auch wehtun, auch wenn Sie nicht misgendern wollten. Überlegen Sie, was können Sie mit diesem Schmerz dann tun? Sprechen Sie darüber, was Sie getan haben und nicht, was Sie tun wollten. Also nicht, ach, ich wollte dich nicht misgendern, sondern es tut mir leid, ich habe dich misgendert. Ich erkenne das an, dass es dir wehtut. Vermeiden Sie aber und falls, weil es die Entschuldigung unter Bedingungen stellt. Also nicht, es tut mir leid, falls ich dich verletzt habe durch mein Misgendern, sondern es tut mir leid, ich habe dich durch mein Misgendern verletzt. Oder es tut mir leid, dass ich dich misgendert habe. Bedanken Sie sich für das Feedback. Was ich eine sehr hilfreiche Konzeptualisierung finde von diesen Rückmeldungen auf diskriminierendes Verhalten ist, das ist eine Investition in meine Person und in unsere Beziehung. Wenn mir eine Person sagt, hey, das tut weh, hör damit auf, heißt es, dass die Person die Hoffnung hat, dass ich das verstehe und dass ich das umsetzen kann, und heißt es, dass die Person die Hoffnung hat, dass wir unsere Beziehung aufrechterhalten werden und weiterführen werden. Das heißt, Kritik ist eine Investition in die Beziehung, ist ein Signal von Hoffnung, von der Zuschreibung, dass ich was ändern kann und dass ich klug genug bin und reif genug bin, die Kritik anzunehmen und zu verstehen. Taten sprechen lauter als Worte. Tun Sie etwas, damit Sie sich nicht nochmal so verhalten. So. Ja, ich habe hier noch die Metapher des stinkenden Gases. Und zwar aus dem Kontext von Sexismus ist die Idee, dass Sexismus oder Transfeindlichkeit oder Rassismus ein unsichtbares Gas ohne Geruch ist. Und wenn wir nicht etwas Gestank zum Gas hinzufügen können, dann können wir nicht sagen, ob es sich im Raum ansammelt, dabei ist, uns zu ersticken oder zu explodieren. Das heißt, wenn wir jetzt im Alltag mit einer Transperson sind und aber gar nicht merken, dass wir uns die ganze Zeit transfeindlich verhalten, dann wird es immer mehr akkumuliert und irgendwann mal reicht es dann. Ja? Und dann platzt die Reißleine. Und
es ist gut, wenn es rückgemeldet wird. Das heißt, es muss problematisiert werden, das Problem muss angesprochen werden. Es muss also entdeckt werden und es muss stinken. Also es muss markiert werden, wenn was Problematisches da ist. Und wie kann das markiert werden? Indem Sie einladen, Rückmeldungen zu geben. Wenn sich Ihnen gegenüber eine Person als trans outet oder wenn sich eine schwarze Person mit Ihnen anfreundet, dann können Sie sagen, hey, ich wertschätze unsere Beziehung, ich glaube, ich kriege manchmal was nicht mit, was kann ich tun? Kannst du mich bitte hinweisen? Ich möchte sehr gerne hören, wenn ich mich problematisch verhalten habe oder wenn ich dich verletzt habe, bitte sag mir das. Und dafür sind Interventionen nötig. Das heißt, wir müssen einander darauf hinweisen, wenn wir uns diskriminierend verhalten. Ja, es wäre schön, wenn nicht nur Privilegierte sich gegenseitig darauf hinweisen, sondern sogar, wenn die Marginalisierten den Mut und das Vertrauen haben, dass die Privilegierten die Kritik annehmen können. Das heißt, wir müssen das Problem verstehen, uns Wissen aneignen, um es identifizieren zu können, um es benennen zu können und dann zu intervenieren. Zum Beispiel eben, dass mein Umfeld interveniert oder auch ich selber. So, das war jetzt der Teil zur Verbündetenschaft. Ich bin ganz schön gerast. Ich habe noch ganz wenige Minuten und möchte Ihnen doch noch ein paar Folien zur Nichtbinarität zeigen und hoffe, dass dann im Anschluss auch Fragen noch Sie sich merken und Sie sie gerne stellen können, die auch zu dem vorherigen Teil waren. Jetzt zum Thema Geschlecht. Oft werden weiblich und männlich als zwei getrennte Kategorien gedacht, wo es nichts anderes gibt außer diesen beiden Kategorien. Und nichtbinäre Menschen brechen das auf. Manche Menschen denken das dann als ein Kontinuum zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite ist männlich, auf der anderen Seite ist weiblich und dazwischen sind irgendwie nichtbinäre Personen. Also oft, wenn ich mich oute, werde ich dann gesagt, ach so, du bist sowas dazwischen. Schon mal besser, als mich als Mann irgendwie zu positionieren, weil das passiert mir natürlich mehr, als dass ich als Frau positioniert werde. Aber das ist es gar nicht. Also die Idee, dass es ein Kontinuum gibt und irgendwie zwei Pole von weiblich und männlich, die ist auch immer noch binär. Ich denke in Nichtbinarität eher jenseits dieser Pole. Oder vielleicht sprengen wir mit Nichtbinarität sogar dieses zweigeschlechtliche System. Das heißt, ich würde sagen, ich als nichtbinäre Person bin geschlechtlich jenseits dieser beiden Kategorien männlich und weiblich verortet. Nicht auf einer Skala zwischen ihnen, sondern wenn es ein dreidimensionaler oder mehrdimensionaler Raum ist, ganz woanders. Ja, aber diese beiden Kategorien, da bin ich nicht mit meiner Identität. Ich hatte Ihnen ja angekündigt, dass ich mal cis definiere. Das mache ich jetzt spätestens am Ende meines Vortrags. Cis bedeutet, sich immer noch mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht zu identifizieren. Und trans bedeutet, sich nicht mehr oder nur noch in Teilen mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht zu identifizieren. Das heißt, Sie als Cis-Personen, also diejenigen unter Ihnen, die cis sind, haben das Potenzial, trans zu werden. Ihre Identität kann sich so verändern, dass Sie irgendwann sagen, also dieses zugeschriebene Geschlecht, das passt für mich gar nicht, adieu, ich bin jetzt trans. Umgekehrt ist es auch möglich, dass Menschen, die sich mit ihrem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht desidentifiziert haben, wieder zurückkehren und sich wieder damit identifizieren. Das wird von den Medien sehr hochgejazzt, das kommt nicht so häufig vor, aber es kommt vor, und wird oft als Gegenargument genutzt, um Transmenschen nicht zu erlauben, zu transitionieren, sei es juristisch oder medizinisch. Ich würde aber eher sagen, verabschieden wir uns von der Idee, dass eine Person jetzt weiß, in der Gegenwart, wie sie ihr Leben lang in der Zukunft sein wird, und erwarten wir von Menschen nicht, dass sie jetzt eine Prognose machen müssen, dass sie ihr ganzes Leben lang in dem Geschlecht sich wohlfühlen werden. Die Prognose funktioniert schon bei der Geburt nicht. Wir Transmenschen leiden darunter, dass alle Menschen glauben, dass wir uns mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht ein Leben lang identifizieren. Und warum muss es bei einer Transition dann so sein, dass ich jetzt sage, ich bin auf immer dann dieses Geschlecht, in das ich hineintransitioniere? Das muss ich aber, wenn ich juristisch oder medizinisch transitioniere, muss ich die sogenannten GatekeeperInnen, also GutachterInnen und RichterInnen, davon überzeugen, dass es dauerhaft der Fall ist. So ist das Transsexuellengesetz geschrieben. Und das ist sehr problematisch. Ich bin eher für eine Zukunft, in der wir nicht voneinander verlangen, dass die Geschlechtsidentität sich nicht verändern darf. Ich würde eher sagen, wir sind alle auf einer Reise und es gibt da verschiedene Etappen. So, sind nichtbinäre Personen trans? Das ist eine riesige politische Frage. Wenn ich die von außen beantworten soll, würde ich sagen, je nach Transdefinition. Meine Transdefinition lässt das zu, das gleichzusetzen, weil ich als nichtbinäre Person mich nicht mehr oder nur in Teilen mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifiziere. Das heißt nicht,
dass ich mich mit dem anderen von zwei gedachten Geschlechtern identifiziere, sondern dass ich mich mit dem zugeordneten Geschlecht des identifiziere. Und diese Transdefinition benutze ich bewusst, auch aus politischen Gründen, um eben die Möglichkeit aufzumachen, dass wir nicht-binäre Menschen mit uns Transmenschen, in meiner Person ist es jetzt vereint, solidarisch agieren. Es gibt aber auch nicht-binäre Menschen, die sagen, nee, ich bin nicht trans, die Trans-Community hat mir einen Bärendienst erwiesen mit ihrem Aktivismus, ich fühle mich hier nicht repräsentiert, das ist was ganz anderes. Ich will den Transbegriff nicht für mich in Anspruch nehmen und die lehnen das ab. Deswegen würde ich, obwohl ich da eine politische Nähe herstelle, würde ich sagen, im Endeffekt muss eine Person sich selber definieren und müssen sie als UnterstützerIn das so respektieren. Wenn eine Person sagt, sie ist nicht binär und nicht trans, dann ist das so. Letztendlich geht es immer darum, wie sich eine Person selber definiert. Nicht-binär ist ein Überbegriff, es ist auch eine eigene Identität. Im Englischen wird die Abkürzung für nicht-binär oder non-binary, NB, auf Englisch NB abgekürzt, also die lieben NBs oder ein NB-Workshop oder ein NB-Profil oder so. Und historisch älter, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ist der Begriff Genderqueer. Und ja, Genderqueer kann auch unter den nicht-binären Überbegriff fallen. Da, das schaffen wir jetzt nicht mehr zu dem Thema Pronomen und zu dem Thema Toiletten auch nicht. Ich habe einen Wunsch noch mitbekommen, dass nämlich ich erzählen soll, dass hier sind so Mythen, das heißt, ich widerspreche den Sätzen, die hier stehen, dass nicht-binär sein heißt, nur eine politische Identität zu haben und dass das nichts mit Gefühlen oder Schmerz zu tun hat. Also ich habe einen Freund, der hat 4 Jahre lang nicht verstanden, dass er jedes Mal, wenn er mich misgendert hat, mir wehgetan hat. Er dachte, das wäre nur politisch. Und er hat dann irgendwann mal gesagt, ach so, das tut dir weh, wenn ich das sage. Was schon ein bisschen krass ist, dass er das 4 Jahre lang nicht gecheckt hat, so, weil ich das schon kommuniziert habe, aber das hat er ausgeblendet. Aber er hat das immer so gedacht, ah ja, du kritisierst das Zwei-Geschlechter-System, das ist irgendwie deine Geschlechtertheorie oder dein Feminismus oder so. Das hat ja nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Und nein, also ich kann Ihnen sagen, eine Identität hat sehr viel mit Gefühlen zu tun und das ist auch etwas Verletzbares und Verletzliches. Und deswegen möchte ich darum bitten, das nicht nur politisch zu verstehen. Das ist sicherlich auch politisch, aber das ist eben nicht nur politisch. Es ist auch nicht so, dass alle nicht-binären Personen Pronomen verwenden, die geschlechtsunspezifisch sind. Also zum Beispiel Neopronomen wie Xia oder M oder so, sondern es gibt auch nicht binäre Personen, die binäre Pronomen verwenden, also sie oder er. Es gibt nicht binäre Personen, sind ihr eigenes Geschlecht. Das heißt, mir wird immer gesagt, ja, das ist ein Mensch, der sich nicht binär identifiziert, aber eigentlich ist es ein Mann. So biologisch gesehen ist es ein Mann. Dieses eigentlich bist du doch so und ich kann das sehen und ich kann das von außen zuschreiben, ist eine super problematische Geschichte. Also wir könnten jetzt relativ lange über Biologie sprechen und was unsere Kultur von Biologie versteht, aber der aktuelle Diskurs in der Biologie ist nicht so, dass es nur zwei Geschlechter gibt, sondern dass es eben bei Menschen sehr viele verschiedene geschlechtliche Positionen oder Konfigurationen gibt, die auch auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und körperlich gehören da zum Beispiel die Gene zu, die Chromosomen, die Hormone, die inneren Geschlechtsmerkmale, die äußeren Geschlechtsmerkmale. Und dazu kommen dann ja noch so Faktoren wie Identität. Und zu sagen, ah, du bist eigentlich das, aber ich tue jetzt mal so, wir machen jetzt Charade oder Theater, als ob du was anderes bist, um dir entgegenzukommen, das wird unserer Identität nicht gerecht. Nicht alle nicht-binären Menschen identifizieren sich mit Androgynität oder wollen androgyn aussehen, sondern ich kann auch eine butschige, also eine sehr männliche, oder eine high femme, also eine sehr weibliche Geschlechtspräsentation wählen und ich kann auch das immer wieder verändern. Das ist alles trotzdem dann immer noch nicht-binär, weil nicht-binär heißt einfach, das ist meine Identität und Identität muss nicht immer visuell übersetzt werden. Und das heißt auch nicht, dass wir uns zwischen Frau oder Mann verorten, das hatte ich ja mit den Eingangsgrafiken versucht zu zeigen. Von diesem Kapitel. Genau, zum Pronomen habe ich schon was gesagt. Es gibt eben diese Fehlannahme. Ich noch mal kurz dazwischen. Jetzt sind die 60 Minuten rum. Ich würde vorschlagen, du machst noch diese Folie zu Ende. Ja, schlage ich auch vor. Danke.
Es gibt eben dieses Stereotyp, dass die einzigen echten nicht-binären Körper nicht behindert werden, weiß sind, dünn sind und eher maskulin, also butch, aussehen. Das ist eben so eine gesellschaftliche Vorstellung von Androgynität. Und es gibt natürlich behinderte Personen, die nicht-binär sind, People of Color, die nicht-binär sind, dicke und fette Menschen, die nicht-binär sind und weiblich gelesene Menschen, die nicht-binär sind. Nicht-binär sein ist nur ein Übergangsstadium zu einem binären Geschlecht, das ist eine verbreitete Annahme. Ich wurde zum Beispiel nach einer Performance, die ich auf einem Fachtag für Trans gemacht habe, wo es in der Performance die ganze Zeit darum geht, wie sehr es wehtut, misgendert zu werden, von einer Transfrau im Publikum gefragt: Hey, du hast ja dieses nicht-binäre Pronomen, wann kommst du endlich zu dem Pronomen sie? Wann bist du endlich in einer weiblichen Identität angekommen? So. Also auch wir Transmenschen können uns gegenseitig diskriminieren und es war richtig, richtig, ja, missverstehend einfach. Also ich wurde die ganze Zeit einfach nicht ernst genommen, als ich kann an diesem Ort auch länger bleiben, diesem nicht-binären Ort. Ja, es gibt eben auch nicht-binäre Personen, die sich den lesbischen oder den schwulen Communities zuordnen, auch wenn die Wörter lesbisch und schwul gemeinhin auch aus einer binären Perspektive eher verstanden werden. Ich habe hier unten noch mal ein paar Wörter hingeklatscht, die ich vorschlage für Menschen, wenn sie ihr Begehren benennen wollen, ohne ihr Geschlecht zu bezeichnen. Gynäsexuell sind Personen, die auf Weiblichkeit stehen. Androsexuell sind Personen, die auf Männlichkeit stehen. Skoliosexuell ist ein Wort, das 2012 erfunden wurde, mit dem Wunsch, das Begehren gegenüber genderqueeren Personen auszudrücken. Skolio heißt gebeugt auf Deutsch. Das ist vielleicht so Genderbending in diesem Begriff. Bisexualität nimmt nicht an, dass ich ein binäres Geschlecht habe, und Pansexualität nimmt es auch nicht an. So, ich springe. Ach, so viel war das gar nicht mehr. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich beende mal meine Präsentation, aber ich kann auch sehr gerne die Präsentation nochmal starten, wenn Sie Fragen haben. Aber wir kommen jetzt mal zurück in den Galeriemodus, wo wir uns vielleicht gegenseitig besser sehen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Wir haben jetzt Zeit und Raum noch zu diskutieren oder Fragen zu stellen. Und von daher lade ich dazu ein. Es gibt auch schon was im Chat. Soll ich vorlesen, ja. Oder genau. Oder vielleicht möchte die Person auch selbst, dann ist es natürlich auch möglich, einfach ins Wort fallen. Genau, die Frage ist, ich weiß, dass meine Frage nicht zu Ihrem eigentlichen Thema Verhinderung der Pickelbildung passt, ist mir aber wichtig und hoffentlich okay. Sie sagten, dass sich die Geschlechtsidentität im Laufe des Lebens mehrfach ändern kann, aber gesundheitlich ist die Belastung doch hoch, beziehungsweise überhaupt nicht gut untersucht, aber mit Hormoneinnahme verbunden, in Klammern wesentlich mehr als die Pille, und wie die tiefe Stimme bei TFM nicht zurückzudehnen ist. Das Ganze ist für mich jetzt keine Frage im Sinne von, da ist kein Fragezeichen enthalten. Genau, aber ich kann aber was dazu sagen. Gerne. Okay, also ich höre hier die Sorge voll irreversiblen Schritten. Das ist so eine ganz übliche Sorge, die auch von GatekeeperInnen, also von PsychologInnen, PsychiaterInnen, RichterInnen immer wieder vorgebracht wird und die auch den medialen Diskurs beherrscht. Was machen wir, wenn jetzt hier irreversible Maßnahmen begangen werden? Müssen wir die Person nicht vor ihrem eigenen Irrtum schützen, dass sie dann was tut, was sie dann in 10 Jahren bereut, zum Beispiel was so Reproduktionsfähigkeit angeht? Ne? Also die Stimme ist nicht zurückzudrehen, Hormone verändern den Körper, es werden vielleicht Brüste gebildet und so weiter. Ich würde sagen, darüber sollten wir nachdenken, aber die Frage ist nicht, sollen wir ein Regime schaffen, das Transmenschen davon abhält, solche Entscheidungen zu treffen, weil wir sie vor sich selber beschützen müssen, sondern wie können wir eine Gesellschaft schaffen, in der Transmenschen unterstützt werden und bestärkt werden, für sich Verantwortung zu übernehmen und gut abgewogene Entscheidungen zu fällen. Und das würde ich sagen, gehört zur Transberatung und zu einer affirmativen psychotherapeutischen Arbeit, dass ich Menschen darüber informiere und sie mit Informationen ausstatte, welche Konsequenzen ihre Handlungen haben. Und eben, dass sie dann selber entscheiden dürfen, was sie mit ihrem Körper machen und dass sie dann gegebenenfalls auch irreversible Schritte gehen.
Was ich interessant finde in diesem Zusammenhang ist, einen Vergleich zu machen mit anderen Phänomenen, wo Leute irreversible Schritte gehen. Also zum Beispiel gibt es ganz viele Body Modifications, so körperverändernde Eingriffe, also zum Beispiel Implantate einzusetzen, Piercings, also da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber halt so richtig Modifikationen des Körpers, die sind gar nicht reguliert in Deutschland, also viel weniger als eine Transition des Geschlechts. Die können irreversible Folgen haben und auch erlauben wir Menschen auch, dass sie sich zum Beispiel selber sterilisieren, solange es nicht im Kontext von Transidentität ist. So, das wird ja gesellschaftlich zugelassen, dass Leute für sich so eine Entscheidung treffen. Und also der ganze Stress und der ganze Terror ist aber, weil es bei sowas gesellschaftlich bedeutsam wie Geschlecht aufgehängt ist. Und es gibt keinen Stress und Terror bei Leuten, die Body Modification machen oder sich aus reproduktionsplanerischen Gründen sterilisieren lassen. Jetzt wird es dann nochmal doppelt hochgejazzt, wenn es um Jugend geht. Dann werden immer die Transjugendlichen angeführt und dann ist das wieder der Grund, warum da Gatekeeping gemacht werden muss. Das ist halt die Frage, was haben wir für ein Menschenbild? Was wollen wir, wie Kinder entscheiden können? Wie können wir Kinder unterstützen, gute Entscheidungen zu fällen? Und das Hauptkriterium muss eigentlich sein, was verringert das Leiden? Und leidet das Kind oder der Mensch mehr, wenn wir ihm das jetzt verwehren? Wird das Leid verringert, wenn eben diese Transitionsmaßnahmen zugelassen werden? So, hier ist das Ende der Antwort auf die Frage. Ich übergebe an dich, Lisa. Ich schalte mich mal ein, weil es gibt eine Wortmeldung. Ich würde jetzt Silas bitten. Gerne. Silas, möchten Sie etwas sagen? Ach so, Entschuldigung, das Mikrofon war aus. Okay. Ja, genau. Ich habe mich jetzt in den letzten 3 Jahren, also ich habe mich als trans geoutet vor 4 Jahren und jetzt vor ungefähr 2 Jahren aufgehört mit Testosteron. Ich habe es 10 Monate genommen und identifiziere mich jetzt auch als nicht-binär und habe ich nenne es immer Geschlechtstrauma. In der Kindheit wollte ich genauso sein, wie ich jetzt bin, also ich sag mal transmaskulin und durfte es nie sein von den Erwachsenen aus und habe mich dann in die komplett binäre Rollenidentifizierung geordnet. Also es gibt nur Mann und Frau und dann will ich Mann sein. Dann bin ich den Weg gegangen und es war für mich eine super tolle Erfahrung, aber ich denke, wenn das jetzt Jüngere machen, die den Weg nicht mehr rausfinden, obwohl sie ihn eigentlich rausgehen wollen, dann finde ich das kritisch, weil ich merke immer wieder, wie Menschen auch mich ansprechen und sagen, ja, ich würde gern aufhören mit Testo, ich schaffe es aber nicht, ich traue mich nicht, meine Psychologin steht nicht hinter mir und das finde ich halt schwierig, dass man da ansetzen müsste, gerade bei den Psychologen, bei den Ärzten im Kindergarten schon, dass man den Kindern beibringt, hey, sei doch wie du bist, weil im Endeffekt sind ganz viele Kinder einfach genderfluid und probieren sich aus. Und ja, das wollte ich nochmal kurz loswerden, dass ich finde, gerade bei im Kindergarten muss es schon anfangen. Da muss es Bücher geben, viel mehr. Und Erzieher, wenn ich schon höre, Mädchen und Frauenfarbe, und das darf eigentlich auch nicht mehr passieren. Ja, danke für den Beitrag. Ich habe jetzt nicht so viel hinzuzufügen. Ja, oder? Also gibt es sowas wie ein Geschlechtertrauma? Ach so. Nenne ich das immer irgendwie. Ach, ich finde das einen ganz schönen Begriff. Also, oder? Ich finde das gut zu bezeichnen, was für Gewalt wir erlitten haben. Und wenn Sie das für sich so bezeichnen, finde ich das legitim. Ja, ich habe jetzt gar keine Frage. Ich wollte es eigentlich nur in den Raum stellen. Ja, ist in Ordnung. Gerade bei den Kindern anfängt, ja. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dann schalte ich mich wieder ein. Es gibt die Frage, ob zusätzlich zu dem Video auch die Präsentation hochgeladen werden kann.
das habe ich am Anfang von dir so verstanden, dass wir das machen können, dann würde ich das auf jeden Fall zusagen. Wir können auch gerne allen, wir haben ja von allen die E-Mail-Adressen, dann allen Informationen schicken, wenn alles hochgeladen ist, wo es ist. Also das würden wir übernehmen. Und dann gibt es jetzt aus dem Chat wieder was vorzulesen. Das gebe ich wieder dir, Lisa, bitte. Genau. Soll ich das zusammenfassen, Lisa, vielleicht? Gerne. Ja, kann ich machen. Okay, also eine Frage ist eben die Frage danach, ob ich Bücher empfehlen kann für EinsteigerInnen. Ich kann auf jeden Fall die Webseite nonbinary.ch empfehlen. Es gibt jetzt auch mehr und mehr Podcasts zu dem Thema. Deutschsprachige Bücher kann ich noch nicht empfehlen, weil ich da keine kenne. Was ich gerade lese, was mir sehr gut gefällt, ist Life Isn't Binary. Ich schreibe das hier mal gerade in den Chat. Von MJ Barker und Alex Jantafi. Das finde ich ganz ausgezeichnet. Ah, Genderkram, das kenne ich noch gar nicht. Spannend. Transfrau sein von Felicia Ewert, das ist auch ein super gutes Buch. Oder auch von V. Lenzer, Support Your Sisters, Not Just Your Sisters. Das ist ein Buch, das sich vor allem mit der Diskriminierung von Transweiblichkeiten beschäftigt. Das kann ich sehr gut, sehr empfehlen. Aber ich dachte, es ging jetzt vor allem um nicht-binäre bezogene Bücher. Ja, also von Jantafi und Barker, den AutorInnen, die ich gerade genannt habe, gibt es sehr viel. Da gibt es auch ganz tolle Sachen. Ältere Sachen, die vielleicht schon übersetzt wurden, sind von Kate Bornstein wahrscheinlich dann ausgesprochen. Ich glaube, My Gender Workbook zum Beispiel und andere Dinge. Also da kann ich viel empfehlen. Ah ja, ja, Exit Gender von Lan Hornscheid und Leo Oppenländer. Habe ich auch noch nicht gelesen, steht auch in meinem Regal, kann ich nichts zu sagen, aber genau, im Verlag Worten und mehr gibt es dazu ein paar Publikationen. So, das war die Frage nach den Literaturempfehlungen. Also am besten nonbinary.ch, muss ich tatsächlich sagen, wenn es deutschsprachig sein soll. So, jetzt nach den Herausforderungen, mit denen ich im Alltag konfrontiert werde, mir ist es übrigens lieber, gesiezt zu werden, wenn wir uns nicht kennen, könnten meiner Meinung nach verändert werden und würden schon viel verbessern, also einfach verändert werden, zum Beispiel strukturelle Veränderungen. Naja, also ich finde es relativ einfach, gesetzliche Änderungen vorzunehmen, das heißt das Transsexuellengesetz und das Personenstandsgesetz zu verändern. Also alles, was so auf administrativer Richtlinienebene ist, zu verändern, zum Beispiel, dass sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und entsprechend zuständigen Ministerien mehr dafür einsetzen, dass Formulare geschlechtlich inklusiv gestaltet werden, dass es möglich ist, in Organisationen, Hochschulen, Unternehmen ohne eine juristische Transition trotzdem mit einem neuen Namen und einer neuen Anrede da zu arbeiten oder zu studieren. Toiletten können zum Beispiel umbeklebt werden, also es muss ja nicht sofort umgebaut werden, aber manche Toiletten können eben für alle Geschlechter geöffnet werden, manche können nur für Frauen geöffnet werden. Das kann auf verschiedenen Stockwerken abwechselnd zum Beispiel passieren. Also da gibt es viele kreative Lösungen. Dann wurde ich gefragt nach Standards für Beratung und Therapie. Da gibt es relativ viel Publikationen zu. Ergebnisoffen zu beraten ist eigentlich, finde ich, so eine professionelle Voraussetzung. Beim VLSP gibt es dazu Literaturhinweise. Was ich persönlich zum Beispiel gelesen habe, ist von Günther Wolf, Thieren und Wolf, ein Buch zu therapeutischer Arbeit mit Transpersonen heißt es, glaube ich. Das kann ich sehr empfehlen. Es gibt auch einen Beratungsleitfaden von Pro Familia e.V., den finde ich sehr gut, zu Trans. Mit dem habe ich mich mal mehr beschäftigt. Ah ja, danke für die weiteren Buchtipps. Finde ich sehr schön, dass wir da einfach zusammensammeln. Gut, das war die Frage nach den ergebnisoffenen Standards. Also was ich total wichtig finde für BeraterInnen ist, dass sie sich mit ihrer eigenen Geschlechtsidentität beschäftigen und gucken, inwiefern sie selber in das Thema Geschlecht investiert sind. Also ich weiß zum Beispiel, dass besonders feministisch aktive Frauen oder schwule Männer oder lesbische Cis-Frauen da halt besonders starke eigene Investments und Auseinandersetzungen mit diesem Thema haben
Und ich finde es wichtig, dass das nicht einfach übertragen wird in der therapeutischen oder beraterischen Beziehung und Situation und meine eigenen Investments in das Thema übergestülpt werden, sondern dass mein Ziel sein sollte, dieser Person zu einer informierten Entscheidung, einer reflektierten Entscheidung, sie dabei zu unterstützen. Anja Müller, Sie hatten sich jetzt auch noch hier gemeldet neben Ihrem Wortbeitrag im Chat. Wollen Sie noch mal was mündlich sagen? Ja, ich hoffe, es ist okay. Es wäre ehrlich eine Nachfrage an Silas, weil ich es nicht so ganz verstanden habe. Ja, gerne. Wenn Silas antworten will, mal schauen. Sie können ja erst mal fragen. Weil du bist ja darauf eingegangen. Okay, ich nutze jetzt das kollegiale Du dir gegenüber. Dass wir wünschen würden, dass im Kindergarten einfach mit dem Thema ganz anders umgegangen wird. Da würde ich auf jeden Fall voll zustimmen. Und dass du dir wünschst, es wäre am Anfang schon bei dir anders gelaufen. Aber ich kriege es irgendwie ganz schlecht sortiert. Also wenn du jetzt erlebt hättest, dass Geschlecht ganz vieles sein kann, also feminine Jungs und sehr androgyne Mädchen, dann wärst du diesen Weg gar nicht gegangen. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Also was, mir ist nicht so klar, du sagst, ich glaube auch, dass es eine irre Erfahrung ist, erstmal das Gegengeschlecht zu leben, weil da ja irgendwie alles bewusst wird, was da noch mit einhergeht. Aber mir ist so gar nicht klar geworden, wo du dich jetzt letztendlich momentan verortest oder wo du denkst, da hätte ich auch anders abbiegen können. Ja, und das ist die Frage, die hätte ich mir gerne gestellt, also die hätte ich gerne auch beantwortet bekommen, aber ich weiß es halt nicht und ich denke, wäre ich so aufgewachsen, wie ich hätte sein wollen, ja. Also ich bin damals geboren als Mädchen oder mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen und habe mich total männlich verhalten und angezogen und das wurde mir dann aber verboten von den Erwachsenen, so du bist doch Mädchen, zieh dich weiblich an und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn die Erwachsenen das akzeptiert hätten so. Ich weiß es nicht. Und da haben sie mir, ja, haben sie mir was verwehrt, ja. So zu sein, wie ich bin. Okay, ich danke dir für das Statement. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Princess Charming guckt, diese ja. Das ganz schlimme Format. Ja. Und ich habe da aber eine Szene mitbekommen, wo eine typischerweise Lesbe aus Berlin, ist ja alles gescriptet, aber dann den Auftrag bekommen hat, eine eher androgyne Lesbe zu fragen, ob sie nicht trans ist. Und denke ich mir, ach, interessant, die Medien schnappen das jetzt auf, aber wieso, als würde das Thema so aufgestülpt von außen, weil es irgendwie, sobald eine androgyne Frau auftaucht, das so gedacht wird. Und das weiß nicht, ob das Sie, Rain, das auch so mitbekommen, dass es auch einfach eine mediale Hype ist, wo das Thema so benutzt wird für Aufmerksamkeit. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Transmenschen instrumentalisiert werden, medial und auch auf anderen Ebenen. Also vor allem von rechter Seite werden wir benutzt, um irgendwie so eine Art Transpanik herbeizuführen und eine Genderpanik, dass Leute dann irgendwie denken, oh mein Gott, der Untergang des Abendlandes kommt und die ganzen perversen Transmenschen können machen, was sie wollen. Das muss jetzt hier aber mal schnell Ordnung in Karton. Also diese ganzen Stereotypen, Diskurse, ich habe ja auch vorhin versucht, auch ein paar von diesen Diskursen aufzugreifen oder wie die geframed und gespinnt werden, die dienen ja nicht Transinteressen. So, also sie müssen immer fragen, was würde denn einer Transperson gut tun und wie kann transsolidarisch ein Thema bearbeitet werden? So. Und ich würde gerne nochmal verstärken, was Silas gesagt hat, dass ich das total sinnvoll finde, wenn wir unsere gesellschaftlichen Institutionen so gestalten, dass da halt ein Geschlechtsrollen, nonkonformes Verhalten nicht bestraft wird und dass da eben auch Inspirationen gegeben werden, ne? Vorbilder. Ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, Transaktivismus zu machen, war das im Land Niedersachsen und da haben wir alte niedersächsische Aktivistinnen, also in den 60ern und 70ern, ja, also wirklich von der ersten Stunde quasi, gesagt im Vertrauen, aber ich darf das jetzt hier mal zitieren, weil das nicht namentlich ist, wenn ich gewusst hätte damals, dass der Weg, den du gegangen bist, ein nicht-binärer Weg möglich gewesen wäre, dann hätte ich andere Lebensentscheidungen gefällt.
Und das ist, höre ich jetzt auch bei Ihnen raus, Anja Müller, dass Sie befürchten, dass es so eine Art Binarisierungsdruck gibt. Ne? Das wäre eine der Instrumentalisierungen, dass Leute sich irgendwie binär verorten sollen. Und wenn eine Lesbe dann androgyn oder männlich daherkommt, dann soll sie halt transitionieren und ein Transmann sein. Und dann haben wir die Ordnung wieder aufrechterhalten. Und früher war, glaube ich, die Idee der Aufrechterhaltung der Ordnung noch, Leute sollen nicht sichtbar trans sein. Und wenn eine Person sich nicht mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht wohlfühlt, dann muss sie einfach komplett auf die andere Seite in so einer binären Logik gehen. Und das soll meine Anekdote jetzt verdeutlichen, dass diese Person mir gesagt hat, es gab kein Wissen, es gab keine Infragestellung, es gab keine Vorbilder, es gab keine Inspiration. Ich konnte mir diesen Weg nicht vorstellen. Und jetzt sehe ich dich und sehe, was du tust und denke mir, auch es hätte mir so viel leichter fallen können. Und ich denke, das ist eben auch ein Auftrag der Psychologie und der Beratungsprofessionen, da auch einfach mit Informationen anzukommen und zu sagen, hier, es gibt eine Bandbreite, sein Geschlecht zu leben. So. Und Leute nicht unter Druck zu setzen, dann den ganzen binären Weg zu gehen, wenn es sich für sie gar nicht richtig anfühlt. Ne? Also das ist immer dann KlientInnen-zentriert zu machen. Anja Müller, Sie haben noch eine Wortmeldung. Also ich will das Gespräch auf keinen Fall dominieren, ne? Andere immer vor. Ich habe ja schon so oft geredet. Aber jetzt sagen Sie mir, wo ist denn dann der Unterschied zwischen ich kann als Mädchen alles sein, ich kann mich männlicher, es ist halt die Frage, diese Begriffe sollte man vielleicht dann komplett auflösen, aber ich kann mich androgyner verhalten als jeder Junge, weil ich auch ganz viele Vorbilder habe und das mache. Und Jungs können sich femininer verhalten als jede Tussi. Also wenn das quasi so wäre, dann brauche ich doch nicht Non-Binary. Also ich meine, ist das dann dasselbe? Die sind außerhalb des Parameters. Ich kann sagen, es ist auch außerhalb des Parameters. Also die Frage macht schon Sinn. Also ich würde vielleicht jetzt nochmal differenzieren zwischen verschiedenen Ebenen, die ich jetzt heute noch nicht benannt habe. Geschlecht ist ein multidimensionales Konstrukt. Und Geschlecht hat verschiedene Aspekte. Und ein Aspekt davon, den ich jetzt sehr zentriert habe, ist Geschlechtsidentität. Also wie identifiziere ich mich? Und ein anderer Aspekt, darüber sprechen Sie jetzt relativ viel, ist, wie präsentiere ich mein Geschlecht oder wie lebe ich mein Geschlecht? Wie lebe ich meine Geschlechtsrolle? Wie verhalte ich mich und wie wird das Geschlecht nicht eingelesen? Und das ist ja ein Unterschied, ja? Also es kann ja sein, dass sich ein Mensch als Junge versteht und von der Umwelt auch so gelesen wird und sich total feminin verhält. Und das ist ja total in Ordnung. Da ist ja gar kein Problem. Das Problem ist ja erst, wenn dieser Mensch sagt, ich bin aber ein Mädchen und ihr lasst mich nicht transitionieren. Ihr gebt mir nicht meine Anerkennung, weder meinen Namen noch meinen Pronomen noch meinen rechtlichen Status und so weiter. Das ist ja das Problem. Also ich plädiere dafür, dass wir auf einer rechtlichen Ebene und auf einer medizinischen Ebene diese Selbstbestimmung umsetzen. Das erfordert in Deutschland tiefgreifende Reformen. Die Reformpapiere sind schon alle geschrieben, da muss nicht nichts neu ausgedacht werden, die müssen nur entschieden werden. Und dass wir dann den Menschen überlassen, selber zu definieren, wer sie sind. Und dann kann es eben tussige Männer geben und Transfrauen. Und das entscheidende Kriterium ist, was sagen die über sich selber? Ja? Möchte der tussige Mann als Mann verstanden werden und versteht sich selber so und möchte so angesprochen werden? Dann machen sie das. Also verstehen sie den Unterschied. Das Verhalten, wie sie das wahrnehmen, kann bei beiden Personen gleich auftreten. Ja? Das kann in ihrer Wahrnehmung ein tristiger Mann sein, aber in der einen Situation wäre das eben eine transweibliche Person, die sich als Frau identifiziert, und in der anderen Situation wäre das ein Mann, der alle Geschlechterfreiheiten nutzt, die in unserer progressiven Gesellschaft, zumindest in der Vorstellung, herrschen. Ich glaube schon, dass ich das verstanden habe, und dann komme ich immer wieder zum Punkt, denke, ja, aber was bleibt denn dann übrig? Dann ist es ja nur ein Wort. Ja, also wenn es doch ein Gefühl ist, wie ich mich fühle in dieser Welt, dann sind es ja eigentlich dann nur Wörter, Mann, Frau, weiß ich. Ja, also das Ding ist ja, wir wissen ja nicht, wie wir uns gegenseitig fühlen. Wir wissen nur, wie wir uns selber fühlen. Und dann benutzen wir Wörter, um das zu beschreiben. Aber letztendlich ist es dann halt ein Wort. Und ich bin dann einfach kooperativ als transverbündete Person und benutze die Wörter, die eine Person gerne für sich benutzt haben will. Fertig. Ende des Dramas. Am besten wäre es, man nimmt immer nur den Namen bei jedem Menschen, finde ich. Nein, es gibt ja auch Menschen, die möchten gerne gegendert werden. Genau. Und die
Also ich erstmal vielen Dank. Ich finde das nochmal sehr schön zu sagen, ja, es muss vom Mensch ausgehen und wir wissen nicht genau, wie der Mensch sich fühlt und welche Freiheit er braucht. Und wir wissen eben auch nicht, wie eine Gesellschaft wäre, wenn sie nicht diese tief verankerten binären Strukturen hätte. Wir wissen es nicht. Wir können davon träumen, wir können dafür kämpfen, aber wir wissen nicht genau, was passieren würde, wenn Kinder so aufwachsen könnten, wie wir uns das jetzt vielleicht vorstellen. Und auch das stellen wir uns wahrscheinlich gerade alle unterschiedlich vor. Jetzt habe ich mich eingemischt. Ich soll moderieren, aber Lisa hat sich noch gemeldet. Lisa, bitte. Ja, ich habe auch noch eine Frage, wobei ich das jetzt schon so in Richtung Schlusswort was Gutes fand, aber ich frage trotzdem noch. Ich frage mich manchmal, ob es in Ordnung ist, auch einfach immer den Namen zu benutzen, weil ich genau Angst habe, falsche Pronomen zu benutzen. Also wenn ich sie weiß, dann wenn ich sie nicht weiß, dann versuche ich eben keine zu benutzen. Und manchmal merke ich aber, mir fällt es schwer, Neopronomen zu nutzen. Also denke ich, naja, bevor ich es falsch mache, nehme ich einfach immer den Vornamen. Jetzt habe ich schon ein bisschen rausgehört, ist ja aber auch nicht so gut, weil genau, wenn mir jemand Pronomen anbietet, dann soll ich die auch verwenden. Aber ich habe mich gefragt, ob das wohl, also wahrscheinlich besser als falsch zu Pronomen zu verwenden, aber so richtig optimal auch nicht? Fragezeichen? Das war auch keine richtige Frage. Danke für die Frage. Ich suche gerade mal zwei Quellen raus, die ich hier noch in den Chat gepackt habe, weil es allgemein um das Thema Sprache geht. Es gibt eine Broschüre, die heißt Mein Name, mein Pronomen. Die finde ich so ganz zugänglich und geht durch diese Themen nochmal so durch. Und die Seite Geschickt Gendern ist unglaublich riesig und hat ganz viele tolle Sachen unterschiedlichster Art, Links zu Broschüren oder auch ein Glossar mit, wie kann ich eine geschlechtsneutrale Formulierung finden und so. Also Lisa, du beschreibst gerade dein Dilemma, du möchtest gerne respektvoll sein, du willst den Leuten nicht zuschreiben, manche Leute wollen ja gerne gegendert werden, manche Leute wollen gerne nicht gegendert werden, so, daraus aus dem Dilemma kommen wir nicht raus. Verbündetenschaft heißt auch, diese Spannung auszuhalten. Verbündetenschaft heißt einerseits zu wissen, die Community, mit der ich verbündet agieren will, ist absolut heterogen. Da gibt es ganz unterschiedliche politische Positionen und aber auch individuell unterschiedliche Wünsche. In unserem Fall zum Beispiel unterschiedliche Wünsche, wie mit Gender umgegangen werden soll im Sprachlichen. Ja? Also ich habe dieses Pronomen M, ich möchte gerne mit dem Sternchen gegendert werden. So. Und es gibt andere Leute, die wollen absolut binär gegendert werden und wollen, dass es auf 100 Meter Entfernung auch schon ihnen zugeschrieben wird. Und daraus kommen wir nicht raus. So, dann müssen wir irgendwie für den Alltag einen Umgang finden. Ich finde es immer ganz gut zu sagen, hey, wie wünschst du dir, dass ich über dich spreche, wenn ich jetzt nachher von unserer Situation erzähle oder ne? Solche Fragen zu stellen. Aber das, ich habe auch schon, bin schon angegriffen worden von einer Transfrau, hey, ich habe den Namen Katharina, was meinst du, was mein Pronomen ist? Was willst du von mir? Ich bin doch hier eine Frau. Siehst du doch. Siehst man doch schon an dem Namen. Das finde ich aber nicht binärfeindlich, weil es ja eben auch Personen gibt, die binäre Namen haben und binär aussehen, aber trotzdem nicht binären sprachlichen Wunsch haben. So, also das ist das eine Dilemma. Und ein anderes Dilemma, was ich auch noch ansprechen wollte, das ich jetzt nochmal mit erwähne, ist eben auch, dass wir ja unterschiedliche Forderungen haben, die sich ja zum Teil auch widersprechen. Weil wir als Trans-Community sind ja ideologisch heterogen. Wir haben ja auch rechtsextreme Transpersonen. Wir haben ja auch Transsexuelle in der AfD. So. Und mit denen bin ich ja überhaupt nicht auf einer politischen Linie. Und wenn Sie jetzt als verbündete Personen, die uns heute zuhören, überlegen, Sie wollen solidarisch handeln, dann heißt nicht solidarisch handeln, Sie schalten Ihr Denken aus und machen alles, was die Transpersonen Ihnen sagen, weil die Transpersonen sagen ja unterschiedliche Sachen, die sich widersprechen. Sie müssen also innerhalb Ihres eigenen Wertekanons entscheiden, mit welchen Forderungen machen Sie sich gemein, auf welche Wünsche lassen Sie sich ein und welche auch nicht. So, also ich werde doch keine rechtsextremen Politiken unterstützen, nur weil eine Transperson sowas fordert. So, das ist das Dilemma von Verbündetenschaft. Sie müssen immer selber denken. Das ist total anstrengend. Und das heißt auch, sie werden immer wieder angegriffen werden. Das heißt, sie werden von binären Transsexuellen angegriffen werden, sie werden von nicht-binären Leuten, die gerne das Gender-Sternchen hätten, gegebenenfalls angegriffen werden. Es wird immer umkämpft sein. Ich kann Ihnen heute keine Harmonie herbeiführen. Ich kann Ihnen ein informiertes, reflektiertes, abwägendes Grundwissen geben, eine Haltung mitgeben, aber ich kann Ihnen nicht sagen,
Mit diesem Wissen haben sie den Zauberschlüssel zur Harmonie. Dafür ist unsere Gesellschaft viel zu sehr in verschiedene Teile aufgesplittet. Ist das ein Schlusswort? Mir hat es als Schlusswort sehr gut gefallen. Es ist auch schon 18.32 Uhr. Es gibt allerdings noch eine Frage im Chat. Würdest du dazu noch was sagen wollen? Und dann nehmen wir die als letzte Frage. Ja, also ich arbeite in einer Forschungsabteilung, wo wir uns Embracing Ambiguity genannt haben, also Ambiguität oder Widersprüchlichkeit aushalten oder umarmen in der Sigmund Freud Uni. Ich glaube, ich möchte gerne diese Idee der Harmonie zerstören und sagen, sozialer Frieden ist, glaube ich, eher da, wenn wir einander kritisieren können, ohne dabei in Gefahr zu kommen, dass wir dann vielleicht sprechunfähig gemacht werden oder körperlich versehrt werden. Ne? Also wir sehen jetzt gerade zum Beispiel, dass marginalisierte Gruppen und auch vor allem weibliche Politikerinnen massiv öffentlich angegriffen werden, wenn sie sich äußern und viel, viel Hass abkriegen. Und für mich wäre sozialer Frieden, wenn ich mich äußern kann, ohne so einen Hass abkriegen zu müssen. Also ich muss das auch einplanen. Wenn ich auf Twitter was schreibe, habe ich ein ganzes Support-Netzwerk, das dann damit umgeht, dass ich rechtsextremen Müll abkriege. So. Und auch ein juristisches Netzwerk, das das dann juristisch verfolgt. Aber ich kann nicht mehr einfach so mich öffentlich auf Twitter äußern, ohne mit Hass zu rechnen. Ich glaube, dass wir also so eine Art demokratisches Ideal einfach erreichen sollten, wo Äußerungen möglich sind, auch sehr heftige, kritische, inhaltliche Äußerungen. Ich möchte auch, von mir aus können wir sehr gerne hart in der Sache miteinander argumentieren. Ja? Also ich will gar nicht, dass mir unbedingt immer Recht gegeben wird, aber ich möchte gerne, dass ich als Person dabei nicht meine Würde verliere und der Respekt von meiner Person mir entzogen wird. Das meine ich mit Spannung aushalten, aber ich meine auch, dass ich die Spannung aushalten muss, dass ich nicht weiß, was genau das Richtige ist und dass es kein Richtiges gibt und dass ich mich informiere und dann, also ich persönlich zum Beispiel habe jahrelang eine Haltung vertreten und jetzt habe ich letztens Ibram Kendi, How to be an Anti-Racist gelesen und habe diese Haltung dann über Bord geworfen, obwohl ich jahrelang dachte, das wäre der letzte antirassistische Move so. Ich schreibe mal den Titel auf, Ibram Kendi, How to be an Anti-Racist, finde ich ganz toll, hat mich super inspiriert, aber auch alte Positionen von mir über Bord geworfen, von denen ich dachte, dass sie antirassistisch wären. So, also wir müssen flexibel bleiben, wir müssen kritikabel bleiben, im Zweifel für den Zweifel und wir müssen damit leben können, dass wir gegebenenfalls auch in den Dissens gehen. Also, dass die Leute, mit denen ich solidarisch handeln will, dann sauer auf mich sind und ich sage, nee, aber sorry, da gehe ich nicht mit. Ich habe das überlegt und das sind meine Gründe dafür. Die Forderung, die du jetzt stellst, die ist unsolidarisch mit Interpersonen oder diese Forderung ist unsolidarisch mit nicht-binären Personen oder diese Forderung ist unsolidarisch mit binären Transpersonen. Ich möchte gerne mit dieser Gruppe solidarisch handeln, deswegen widerspreche ich dir jetzt hier. Also die Spannung muss schon begründet werden, ja, oder der Dissens muss schon begründet werden. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Solidarität ohne Spannung möglich ist. Alright, das war's. Darf ich nochmal kurz einlenken? Hallo? Naja, das ist so die Frage, ne? Also ich hatte jetzt schon zwei Schlusswörter gemacht, ja. Und jetzt kommt dann immer noch mal eins nach und nach. Also es ist dann schon mal irgendwann die Zeit um, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, vielen Dank. Vielen Dank für die Diskussion, aber auch ganz herzlichen Dank für deinen wunderbaren Vortrag, René Rehn-Hornstein. Und wir beenden das jetzt hier und wir schicken Informationen noch raus. Es wurde auch eine Literaturliste versprochen im Chat. Das machen wir auch. Genau, es kommen ganz viel Danke und Klatschen und Daumen hoch. Also herzlichen Dank, schönen Abend noch und ich hoffe, Sie können alle etwas mitnehmen. Alles Gute für Sie alle. Danke, dass Sie da waren.